So. All your powers have been deactivated. Yeah, because you teleported to another world. Das sehe ich übrigens. Ich setze also jetzt wieder zum Sprint an. Übrigens, ich finde das total komisch im Neta. Ist hier, ich glaube, seit der Vollversion oder sowas, gibt es hier oberhalb des Bedrocks auf der oberen Ebene jetzt die Eigenschaft, dass irgendwie die Blöcke, also der Bedrock mal dunkel ist oder sowas und mal hell. Und auf den dunklen Flächen wachsen außerhalb des Baubereiches Pilze. Oh, warum? Oben. Ja, kommt hier eh keiner hin, also hat auch Sinn, ne? Ja. Warum? Hä? Kann man das sagen? Ah, oh, da ist ein Pikmin in unserem Gang gespawnt. Du bist tot. Du hast dich leider hier was slayen bei Zombie-Pikmin. Hey, da vorne ist noch einer. Der ist genauso tot. Lukas war slain again bei Zombie-Pikmin. Ah, ein Kratzer zählt nicht. Jetzt hört es auch wieder auf zu laggen. Meine Potion-Effekte sind weg. Ach, deshalb laggt das. So. Nimm mir noch ein bisschen Stone Brick. Da unten ist ein riesiger Magma-Blob. Blobbel. You were teleported to another world. Hey, da ist ein Enderman, Slenderman, jetzt ist der Enderman weg. Oh, man sieht ja gar nicht hoch. Stimmt, da war ja was. Au, Lukas, aus einer Monsterfarm kommen Monster. Oh. Die tun mir weh. Was soll ich noch sagen? Hugo, lass das? Ja. Ich glaube, das wird wenig springen, wenn ich ihm das sage. Aber augenblicklich. Hans Günther, Hugo, aus. Du hast Jürgen vergessen. Ja, genau. So, soll ich gleich mal nochmal runterkommen? Jo, wenn du... Ja, was hält dich davon ab? Momentan einfach nur das, was ich gerade noch zu tun habe. Und zwar jetzt hier mal eine Power Drail hinsetzen. Du kannst das Minecart übrigens nochmal nach oben schicken. Moment. Das Dorage, meine Karte. Ich arbeite dran. Mach das. So. Und jetzt nochmal da hochdrücken. Hier. Mal nach oben. Wetten, dass es wieder runterkommt? Glaube ich nicht. Aber bleib mal unten stehen, weil ich bin gerade an meinem Turm. Oh, 19 Wall, das langt nicht mal für den ersten Stock. Ja, komm wieder runter. Okay, wo bleibt denn das immer hängen? Warte, ich fahr gleich mal hinterher. Ich muss nur hier unten noch. So. Cobblestone. Das da. Hier sind die zwei Dinger da drin.
Oh, das Dach ist noch nicht ganz fertig, da fehlt noch was. So, oder? Ja, doch, da fehlt noch ein bisschen. So, jetzt verfolge ich es mal. Nee, erstmal warten, bis es runterkommt. Komisch, hochfahren geht ja. Nee, runterfahren geht. Hochfahren geht nicht so gut. Nee, mit dem normalen Minecart. Achso, ja, das geht. Da sitzt du irgendwie drin, dann fährt das irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. Warum? Ich fahre ihm jetzt mal mit meinem normalen Minecart hinterher. Ah, I know where it... Oder why it came back. Warum? Because hier fehlt eine Booster Rail. Ja, hast du noch welche? Ich hab noch 28 Stück jetzt. Ja, okay. Aber was ich nicht habe, ist eine Redstone Torch. Dann tut jetzt auch ein Schalter. Das ist jetzt blöd. Was los? Jetzt muss das Ding nach oben schieben, weil es mittendrin da auf der Power Rail stehen geblieben ist, wo ich es hingeschoben habe. Okay, das muss schon irgendwie anders lösen, dieses Problem. Aber... wir schreiben jetzt erstmal die Truhe aus. So. So, oh, die hier ist fast voll, die Kiste. Da ist nur Müll drin. Und der ist bunt durcheinander gewürfelt. Was? Nix. Mein Gott, ich hab dir irgendwo mal Öfen hingestellt. Einer, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Cleanstone und dann sieht das hier unten schon viel anders aus. So, und jetzt tust du mal bitte das Storage Minecart wieder füllen. Danke. Kleines Momentchen. Ah, da ist es. Da kommt der Kram rein. Das hier. So, hier haben wir noch ganzen unnötigen Kram. Aber weißt du, diesmal tust du dann das bitte ausleeren, weil ich bin gerade wieder runter auf dem Weg und ich muss die Monsterfalle noch ausheben. Und jetzt gehe ich bestimmt nicht mehr hoch. Guck mal, ich habe hier unten die Station fertig gebaut. Ja, ich hab schon gesehen. Gott gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Willst du ein bisschen mithelfen oder willst du die Truhen jetzt ausleeren? Truhen ausleeren muss ich jetzt nicht mehr. Ich bin gleich fertig. So. Und das da. So. Pickaxes. Und das hier. Und Schaufeln. Und so. Was zu essen hier. Und dann kann ich hier eigentlich... Dann kannst du eigentlich was?
Ja, helfen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, das, ja, also du buddelst dich jetzt nur ein Breit durch. Da oben ist noch Eisen, falls du es dir weggeiern willst. Hab besseres zu tun. Wow. Ich hab gerade schon eine Lavaquelle freigelegt. Ungünstig. Aber nur minimal. Mein Gott. Da oben ist doch mal Eisen in der Decke. Hier ist Kohle. Willst du eine Glücksspitzhacke? Das geht viel besser mit der Glück. Wenn du es abbauen willst, ich brauch's nicht. Ich hab halt jetzt nur eine poplige Eisenpickaxe. Level up. Das beim... Toll, bei mir dauert es halt ein bisschen länger. Ich hab zwei poplige Diamantpickaxes, alle mit Efficiency Unbreaking und eine mit Glück. Ich hätte eine mit Unbreaking 3, aber die ist mit Efficiency 3, aber die ist mir jetzt kaputt gegangen. Ah, ich habe immer noch Zimt in der Nase. Oh. Was? Kennst du das so ein... Wow. ein Esslöffel voller Zimt, den mit einem bis einmal in der Rinne in den Mund und dann runterschlucke. Ja, ja, das kenne ich. Alter. Wieso hast du das gemacht? Wir hatten heute zu viel Freizeit. Oh, wer hat Zimt mitgebracht? Alter, aus meiner Klasse. Wir haben mal Chili-Schoten gegessen, aber das war nicht so einfach, sondern das war ein richtiger. Ich glaube, das hätte ich halt lieber gemacht als das. Das ist so abartig. Zimt ist eigentlich schon relativ scharf. Zimt, der war gar nicht scharf, der war einfach nur... Boah, der gemahlen ist so übel. Einfach nur zimtig. Vor allem hast du es in dem Mund, im Mund, willst anfangen zu lachen, kriegst es dabei voll in die Nase. Und das pappt dir dann überall. Nicht näher beschreiben. Nein, ich habe eine Spange, das hat er überall drin rumgebappt, das war so eklig. Gott sei Dank war das Klo direkt in der Nähe. Nein, das konnte ich mir gerade noch so verkneifen.